Nochmals willkommen zurück, da sind wir wieder. Wir sind immer noch beim Buddeln, immer noch ein bisschen langweilig, deswegen versuche ich die Fragen, die ich mal vor einiger Zeit, wo ihr mir gestellt habt, weil ich, da habe ich ja dazu aufgerufen, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Das könnt ihr übrigens immer noch tun, wenn euch irgendwas einfällt. Und wenn es mir nicht zu persönlich ist, dann antworte ich auch darauf. Ja, dann hat mir der Nikolas, ich lese jetzt mal keine Nachnamen vor, hat mich gefragt, was ich denn eigentlich für einen PC habe. Ich hatte den mal eine Zeit lang auf meiner eigentlichen Webseite drauf, also die ganze Konfiguration, dass man das nachsehen kann. Das werde ich auch in Kürze wieder machen, ich überarbeite gerade meine Seite. Und ich habe im Endeffekt einen selbst zusammengebauten Computer. Ich bin ja auch nebenberuflich in der EDV-Branche tätig, sage ich jetzt mal, also kann ich das. Und da habe ich mir ein bisschen zusammengebaut von der Konfiguration her. Ich habe ein Gehäuse, das nennt sich Corsair Graphite 600T Big Tower mit Seitenfenster. Also im Endeffekt so ein weißer großer Kasten, wer Facebook von euch hat, oder man muss ja nicht mehr Facebook haben, um meine Facebook-Seite ansehen zu können. Wow, da ist denn da was hier. Also man kann ja eigentlich auch nur auf facebook.nullpande.de gehen, und also nullpan.de, dann sieht man ja schon, was auf meiner Facebook-Seite los ist, also da muss man sich nicht anmelden dazu. Und jetzt muss ich nur schauen, dass ich da rumbauen kann, ohne dass ich reinfalle. Entschuldigung, wenn ich immer so Sprechaussetzer habe, ich habe immer noch ein bisschen Husten, also von daher versuche ich, das für euch so angenehm wie möglich zu machen. Man kann auf Facebook kann man, glaube ich, noch ein Foto sehen, wie mein Computer am Schluss ausgesehen hat. So ein weißes Gehäuse mit Seitenfenster, relativ groß, viel Platz zum Nachrüsten, und darin habe ich als Mainboard eine MSI Z87G 43. Es ist im Endeffekt ein sehr leistungsfähiges Gamer Motherboard, in dem man allerlei anstecken kann. Und das Ganze wird strommäßig betrieben von einem Telmatax Smart Series SP730P80 Plus. Und als Prozessor habe ich einen i7 drin. Ich habe mich damals bewusst für einen Intel-Prozessor entschieden. Ich habe jetzt lange Zeit lang immer AMDs gehabt und wollte eigentlich mal einen einfachen Intel-Prozessor testen. Alle anderen Computer hatten immer nur AMDs drin. Ich habe noch einen zweiten Rechner, mit dem ich arbeite, der nicht jetzt für Computerspiele und so verwendet wird, und bei dem habe ich auch noch nach wie vor einen AMD drin. Also ich habe jetzt nichts, was ich irgendwie bevorzuge. Ich kann jetzt über das eine nichts Schlechtes und über das andere nichts Besseres sagen, also das ist kein Problem. Aber ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem i7, also seit ich den drin habe, also beziehungsweise allgemein seit ich auf einem neuen Computer spiele, habe ich seither keinerlei Minecraft-Lag-Probleme mehr. Also die haben sich komplett in Luft aufgelöst, und ich bin der Meinung, Minecraft braucht ausschließlich Prozessorleistung. Da ist Grafikkarte wurscht, da ist alles andere wurscht. Ist nur das wichtig. Jetzt wäre es natürlich interessant, wenn wir auf den Lavasee kommen würden, ob wir da irgendwelche Diamanten sehen können, und dazu wähle ich doch einfach mal das hier aus. Jawohl. Dann buddeln wir mal das hier zu. Und sollt ihr auch schauen, wie viel ich mache. Dass ich hier nicht zu viel mache. Sehen wir hier was? Nein, leider nein. Schade, schade, schade. Da hinten ist auf jeden Fall irgendwie eine Landschaft. Ich würde sagen, wir machen hier mal weiter mit den Steinen. Da haben wir jetzt ja auch zu Genüge gesammelt. Und ja, Prozessor haben wir. Prozessor wird gekühlt von einer Wasserkühlung. Antec ist die Marke. Und muss ich auch sagen, bin sehr zufrieden. Also habe keinerlei Beschwerden mit Temperatur, funktioniert alles super. Und ich habe 16 GB RAM drin, ist ein bisschen overdressed für das, was ich hernehme. Ich habe es einfach mal der Vollständigkeit halber mit reingesteckt.
und aufpassen, dass ich vor lauter Lava nicht reinfalle. Ah, sehr schön. Redstone ist immer gut. Das ist schön. Da was ist noch auf der Liste, was ich habe? Dann habe ich als Festplatte, als Hauptfestplatte eine Samsung SSD 840 Pro drin. Das ist im Endeffekt eine sehr schnelle Festplatte. Und also SSD-Festplatten für den normalen Computer sind echt ein Segen Gottes, weil die wirklich schnell sind. Also mein Windows-Rechner, der startet hier in guten 40 Minuten. 40 Sekunden, auch oh, 40 Minuten, ja, das war auch mal. Also gute 40 Sekunden ist der einfach gestartet und dann habe ich da keine Probleme mehr. Also von daher kann ich jeden ans Herz legen, der ein bisschen Geld über hat und seinen Rechner schneller machen will, der sollte sich eine SSD-Platte reinnehmen. Einziger Nachteil ist halt, wenn die wirklich kaputt sind mal, dann sind sie kaputt und deswegen ist Datensicherung ein großes Thema. Aber da kann man sich ja auch von Acronis irgendwie True Image Premiums besorgen oder sowas, dann kann man einstellen, dass der Computer automatisch noch beim Runterfahren eine Sicherung macht auf eine HDD-Festplatte. Und da hat man schon mal, glaube ich, dem Wichtigsten vorgebeugt. Ja, genau, und das ist auch, ich habe noch eine HDD-Festplatte drin mit 2 TB. Eigentlich habe ich insgesamt 5 TB Festplattenspeicher, weil wenn ich so ein Video aufzeichne für eine halbe Stunde, das sind im Rohzustand gute 40 GB. Oh. Hallöchen. Heute habe ich echt Glück mit dem Diamanten abbauen. Schau mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und immer die Ecken nicht vergessen. Die können auch noch was verstecken. Das war's. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine Reparatur von der Spitzhacke auch schon mal mit drin. Wo war ich stehen geblieben? Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall sollte man Datensicherung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich sehe es immer wieder bei meinen Kunden manchmal, die sich wundern, warum alles weg ist. Und wenn man sich halt vorher mal ein paar Sekunden Gedanken macht, wie man das alles sichert und es kostet wirklich nicht die Welt, dann ist schon mal viel gewonnen. Ein Computer ist halt nun mal eine Maschine, die kaputt gehen kann. Ansonsten habe ich noch was vergessen. Ansonsten glaube ich, haben wir alles, was so in so einem Computer drin ist. Ja, eine Grafikkarte, die ist wirklich Bullshit. Ja, wobei, sie ist nicht super schlecht, aber sie ist auch nicht die beste. Also da oben steht ja GeForce GTX 550 Ti. Erfüllt seinen Zweck, für Minecraft brauche ich es nicht unbedingt. Also ich kann auch andere Spiele in hoher Auflösung spielen, ohne dass ich Probleme habe. Zum Videos-Rendern hätte ich gerne eine andere, aber die ist mir zu teuer. Da muss ich auch sparen. Also der PC an sich hat ungefähr, ich glaube, netto an die 1000 € gekostet, was ich mir zusammengespart habe. Aber dafür ist das jetzt wirklich eine Anschaffung, die wieder sehr lange hält. Also ich kann den jederzeit erweitern. Und hoffentlich halten die Teile lange genug, dass ich da viel Freude daran habe. Okay, dann haben wir auf jeden Fall ein kleines Redstone-Problem. Nee, jetzt muss ich die großen Blöcke machen. Aber wir können aber auch den Kies wegschmeißen. Wer braucht schon Kies, wenn er nicht gerade eine Straße machen will? Gut, gut. Buddeln wir hier noch rein? Nein, hier buddeln wir eigentlich nicht rein. Hier eigentlich auch nicht. Sollen das? Gut. Wir müssen irgendwie die Reihenfolge ein bisschen einbewahren. Ich hatte eigentlich gedacht, dass da hinten eine Höhle irgendwie hergeht, da wo wir beim Lava unten waren. Aber naja, mich wundert es aber auch, dass ich so wenig Hunger verbrauche. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich schneller Hunger haben würde. Nun gut.
Schauen wir mal. Ich denke, damit ist dann die Computerfrage auch geklärt. Also wie gesagt, wenn die Webseite soweit aktualisiert ist, dann ist auch da wieder ein Link drin, dass man alles finden kann. Okay, ich könnte jetzt eigentlich mal wieder ein paar Fackeln machen. Das würde nicht schaden. Zack, zack. Okay. Dann buddeln wir hier rein. Da muss ich ja mal umschalten zur nächsten Frage, dass ich mal die Frageliste wieder sehe. Wie alt bin ich? Ich bin 27 aktuell. Und was habe ich für einen Beruf? Sagen wir mal so, ich habe einen Bürojob hauptberuflich. Also nebenberuflich mache ich ja so Computersachen, Webseiten und so Zeug. Und hauptberuflich bin ich aber im Büro drin und wie soll ich sagen, ich helfe Leuten, ihren Pflichten gegenüber den Staaten nachzukommen. Da könnt ihr euch jetzt vorstellen, was ihr wollt drunter. Auf jeden Fall habe ich viel Kontakt mit Menschen und muss betreue natürliche Personen und auch juristische Personen und darf auch ausbilden. Also mache immer wieder mal einen Auszubildenden, der den Beruf erlernt, den ich mache. Und den darf ich dann den ganzen Tag Live-Tutorials geben quasi. Aber anscheinend zieht sich das so durch mein ganzes Leben durch, dass ich ein Erklärbär sein darf. Da haben wir auch wieder Redstone. Schauen wir mal, ob wir das ausbuddeln können. Ich will hier wieder nicht runterfallen. Und natürlich auch immer Hoffnung, dass Diamanten dahinter versteckt sind. Aber ich höre auch immer noch die Lava ganz schön laut. Nee, da ist nichts mehr. Schwupps. Dann packen wir hier noch sicherheitshalber eine Fackel rein. Wir gehen weiter mit der Frage. Also die Frage gestellt, KobiLP. Und dann ist eine. Nee, das war DBT995. Ja. Und wie mein Kind heißt, will ich jetzt nicht sagen. Und ja, ich wohne mit der Mutter meines Kindes zusammen. Also eine intakte Beziehung. Was ist denn noch die Frage? Und außerdem würde mich interessieren, seit wann du Minecraft zockst und was du sonst noch so in deiner Freizeit spielst. Also, seit ich Kind habe, komme ich fast gar nichts mehr zu spielen. Also, wenn ich ein Minecraft-Video mache, dann ist das die Zeit, die ich Computer gespielt habe. Und früher, also sagen wir so, ich meine, jeder spielt ein bisschen auf dem Handy rum oder sonst irgendwas, aber das würde ich jetzt nicht direkt als Spielen bezeichnen. Was mir grundlegend sonst immer Freude macht, sind so Sachen wie Wirtschaftssimulation, so wie Anno. Also das habe ich immer gerne gespielt. Oder so Sachen wie also meine Kindheit oder meine Jugend bestand aus Rollenspielen wie Final Fantasy, das habe ich geliebt und gefressen. Weil es wirklich. Im Endeffekt ist es so wie Buchlesen, nur mit vorgegebenen Bildern. Aber es war echt eine tolle Zeit. Aber und vor allen Dingen früher hat man auch wirklich so in so. War das eine Fledermaus? Oh ja, die arme Fledermaus. Früher hat man auch wirklich Spiele gespielt und ich weiß ja nicht, auch so wie Final Fantasy 8 oder 7 oder so, da hast du halt mindestens 80 Stunden dran gespielt, bis es mal fertig war oder bis du ansatzweise so weit warst, dass du sagst, jetzt habe ich mal fast alles im Spiel erreicht. Und heute, wenn man irgendwelche Spiele spielt, dann sind die innerhalb kürzester Zeit durchgespielt. Man hat eigentlich keine Spielfreude mehr, weil es einfach mal schnell 2, 3 Stunden spielen und fertig. Oder wenn es gut geht, hat man ein Spiel, was 10 Stunden dauert. Und das ist halt schon ein bisschen langweilig für das, dass man mittlerweile sehr viel Geld für ein Computerspiel zahlen darf. Also von daher bin ich echt mittlerweile ein Fan von Indie-Spielen geworden, so wie Terraria oder Minecraft eben, weil es halt wirklich simpel ist. Also es sind keine. Jetzt habe ich eh kein Holz mehr. Jetzt muss ich eh wieder hochgehen. Weil es so Dinge sind wie eben einfach einfache Prinzipien, das Spiel ist nicht teuer, man hat wirklich
elendig viel Spaß. Also, wenn ich überlege, was ich, also ich glaube, Minecraft ist das Spiel, das ich am allerhäufigsten von allen Spielen gespielt habe, weil es halt einfach so, vielfältig ist. Und das kann ich heute halt nicht bei manchen anderen Spielen einfach nicht erreichen, wenn es mal schnell durchgespielt ist. Schön und gut, wenn die Grafik toll ist, aber wenn die Story scheiße ist, dann kann ich es mir halt eigentlich sparen. Würde mich auch als Gegenfrage interessieren, was welche Spiele ihr am besten findet, wo ihr sagt, das ist einfach die fesselndste Story. Das sollte ich mir unbedingt mal reinziehen. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Was ist denn die nächste Frage? Seit wann ich Minecraft spiele? Ja, seit wann spiele ich Minecraft? Also kurz nachdem die Alpha zu Ende war und die Beta begonnen hat. Wann wird das gewesen sein? Februar 2011? Das muss ich jetzt mal schnell googeln. Wo haben wir denn? Minecraft, Minecraft, Minecraft. Zack, zack, zack. Versionsgeschichte. Das hört sich doch mal schon gut an. Bevor das lädt, kann ich ja schon mal weiterspringen. Ich habe ja noch ein bisschen. Also, Versionsgeschichte, PC. Schauen wir in der Minecraft-Wiki nach. Kann ich Ihnen empfehlen, die Seite. Beta. Beta, Beta, Beta. Beta 1. Irgendwas. Und die sind so ungefähr rausgekommen. Steht das nicht da? Und soll da stehen. Dezember 2010. Und ich glaube, ich bin kurz danach eingestiegen. Weihnachten 2010. Seitdem spiele ich Minecraft. Ja, ist auch nicht schon eine lange Zeit. Aber wir haben auf jeden Fall sehr viel Lapis Lazuli. Also das ist schon mal sehr nobel. Muss ich schon sagen. Das ganze Gold und das Zeug können wir eigentlich schon gleich mal brennen. Eisen können wir auch gleich brennen. Cobblestone. Zack. Lapis Lazuli haben wir ja hier reingepackt. Wo habe ich denn den Redstone gepackt? Wahrscheinlich in die Alchemiekiste. Ja. Lass mal damit dorten. Dann schauen wir mal, wie es mit den Rüstungen aussieht. Also wir können hier schon mal machen. Ah, nee. Machen wir so. Also wir können hier einen Helm machen. Dann können wir einmal Schuhe machen. Dann können wir einmal Hose machen. Und es reicht auf jeden Fall für Brust aus. Also machen wir das mal. Helm, Brust und Schuhe und zack, zack, zack. Und dann haben wir noch so viel über, dass wir die Spitzhacke erneuern können. Ist das nicht schön? Also ich weiß auch nicht. Dann könnten wir uns ja auch gleich mal auch was Schönes machen. Und zwar, da muss ich jetzt mal spicken, wie das geht. Wie geht denn das? Wie baut man denn so einen Armorstand? Oder einen Rüstungsstand? Rüstungsständer. Da könnten wir uns doch das gleich mal mit dran heften. Ach, jetzt weiß ich's. Sehr gut. Wir benötigen erstmal Steine. Haben wir klare Steine? Nein, die müssen uns brennen. Dann klauen wir hier einfach mal ein bisschen Kohle. Ist eh genügend drin. Und Holz benötigen wir. Holz, 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 Holz. Sollte reichen. Eigentlich ist das total logisch. Da fehlt mir wohl schon die Fantasie dazu. Und du Ferkelchen, du hast noch gar keinen Namen, hä? Wir müssen dir noch einen Namen geben. Oder ich habe dir schon einen gegeben und ich habe schon wieder vergessen. Wir benötigen eine Steinstufe und hier jetzt machen wir zack, 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 zack. Da 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 da.
Und schon haben wir einen Armor-Stand. Den packen wir einfach mal hier hin. Und ich nehme an, dass ich es einfach hier draufklicken muss, oder? Jawohl. Sehr schön. Wenn das nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Wir könnten auch gleich mal schauen, was wir für Verzauberungen bekommen würden, wenn wir jetzt hier etwas reinnehmen. Machen wir mal die Schuhe. Nee, also zum Anzeigen brauche ich es ja nicht. Featherfall 4. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das wäre auf jeden Fall die nächste Verzauberung, die wir hier auf die Schuhe bekommen würden. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Warum nehme ich die Diamanten? Das können wir eigentlich gleich mitmachen, weil die brauche ich sowieso auf den Schuhen drauf. Feuerschutz 3 ist auch nicht übel. Das ist nicht verkehrt. Würde ich mal behaupten. Jawohl, dann schauen wir doch mal, was wir auf die Hose kriegen werden. Haltbarkeit 4. 3. Sorry. Auch nicht übel. Ist akzeptabel, würde ich sagen. Okay. Dann, was machen wir denn? Erstmal husten. Na, wo werde ich mal ein Pferd finden? Eine gute Frage. Schwein, kannst du das anziehen? Das wäre schön. Würdest du mir eine Freude damit machen? Wie viele Goldblöcke kriegen wir denn zusammen? Auf jeden Fall nicht genügend. Vor allem, ich habe ja auch vorhin auch schon die ganzen Blöcke verschwendet. Also wir haben 4, also wir brauchen nochmal 4 Blöcke, dann können wir unseren Notch-Apfel machen für den Erfolg. Dann wollen wir noch, wir haben es auf jeden Fall schon mal das hier. Wir sollten uns dann auch künftig überlegen, welche, dass wir schon mal so 3 Tränke vorbereiten für den Drachenkampf. Und dann müssen wir sowieso, wenn wir die Rüstung haben, würde ich sagen, gehen wir mal aktiv auf Enderman-Jagd in der Nacht, dass wir einfach mal schauen, dass wir so die ganzen Enderperlen voll bekommen, dass wir das Portal aktivieren können. Die Lohnrouten reichen noch. Das ist das geringste Problem. Und dann esse ich jetzt erstmal ein Chicken. Denn das können wir immer brauchen. Jawohl. Sehr schön. Ein Diamant sollten wir uns nach wie vor mitführen, dass wir hier das erledigen können. Das, glaube ich, wird ein Spaß werden, wenn wir mal so weit sind. Das müssen wir auch noch machen. So viele Schienen haben wir ja gar nicht gefunden. Müssen wir uns wahrscheinlich alle bauen. Und dann muss ich schauen, dass ich 1 Kilometer wegfahre. Ich glaube, da werde ich aber dann einfach hier irgendwo loslegen und in eine Richtung ein Ding bauen. Einfach eine Dreckstrecke, sage ich jetzt mal. Oder wenn die Mine mittlerweile unten ausgebaut ist, dann kann ich natürlich das auch über die Mine machen. Über die Diamantmine. Also dass ich einfach, wenn das 1000 Blöcke sind, dass ich da die Schienen verlege. Dann wären wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ein paar Booster-Schienen brauche ich auch noch. Aber das werden wir alles noch umsetzen, damit wir hier die meisten möglichen Erfolge hier bei unserer nur die Hardcore-Serie erreichen können. Ich nehme mal, lass mal einen Diamanten da, den anderen räume ich auf dabei. Wir könnten jetzt auch noch gucken, wie viel wir benötigen, um den zu reparieren, die Diamantenspitzhacke. Die ja eigentlich auch nicht die beste Verzauberung hat, muss man mal dazu sagen. Also eigentlich könnte man eine neue bauen und da eine Verzauberung drauf machen. Gibt es noch andere Gründe, warum ich die Diamanten nicht ausgeben sollte? Schwert haben wir. Könnte man auch ein bisschen verzaubern. Aber ich brauche es ja so und so. Es hilft ja nichts. Dann behalten wir die vorerst mal hier. Wir machen uns trotzdem noch eine Eisenspitzhacke für so sinnlosere Arbeiten.
Dann benötige ich noch mal Holz. Zack, 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 zack. Ich, da habe ich ja Holz. Bin schon ganz blind. Okay. Dann könnte man eigentlich nochmal abernten. Eigentlich hatte ich mal gehofft, dass wir einen Skelettspawner finden oder sowas, damit wir hier wirklich mal eine gute Farm bauen können. Aber das war mir wohl nicht vergönnt. Sollen wir das hier, das hier, das hier? Sehr schön. Die Kartoffel können wir auch gleich wieder anpflanzen, denn von denen haben wir wirklich am wenigsten. Ich könnte auch mal das Feld erweitern, beziehungsweise einfach das automatisieren. Aber da hätte ich eigentlich gehofft, dass wir einen Skelettspawner finden. Dass ich da wirklich Knochenmehl ohne Ende habe. Das hätte ich mir gewünscht, ja. Und dann sowas. Okay, gut, haben wir das erledigt. Dann räumen wir das mal auf. Genau, Ferkelchen, du gehst nicht raus. Zack, zack und zack und zack. Und hier machen wir mal das hier rein. Gut. Dann müssten wir jetzt einfach mal schauen, dass wir ein bisschen XP bekommen noch. Könnte ich mal schauen. Aber es bringt alles nicht so viel, dass ich da. Das Beste wäre abminen gehen. Oder viel kämpfen. Soll ich mir meine. Oh, da ist ein Huhn. Das könnte ich mit dem zweiten Huhn paaren lassen. Ich hatte doch mal ein zweites Huhn. Könnte mir vorstellen, dass es runtergeflogen ist. Ja. Schlage 1, Haltbarkeit 2. Da hätte ich natürlich gern Infinity. 4, keine Fallkosten mehr. Also ich denke, das Sinnvollste wäre, wenn wir uns in irgendeiner Art und Weise eine XP-Farm besorgen. Dass wir irgendwie einen Spawner haben. Aber am liebsten halt Skelett. Das ist am sinnvollsten. Und nicht keine Spinnen. Oder ich baue mir eine Skytrap. Sieht zwar unheimlich doof aus hier, aber da muss ich halt schon wirklich hoch. Wie hoch sind wir nochmal? 155. Das muss auch ohne gehen. Wir müssen auch so weiterkommen. Okay. Gut. Dann. Nur mal kurz gucken hier. Und die Gedanken schweifen lassen. Verursache mit einem Schlag. Seltsamer Trank. Seltsamer Trunk. Schauen wir mal. Also wir wollen als allererstes sollten wir schauen, dass wir Lohnstaub haben wir nicht so viel, dass wir Stärke machen könnten. Wenn, dann wollen wir ja für den Drachenkampf wollen wir eigentlich nur Heilung haben. Da brauchen wir die glitzernde Melone rein. Das ist höchstens, dass wir die schon mal vorbereiten können. Haben wir überhaupt Melonen? Wir haben nicht mal Melonen. Wir benötigen Melonen. Ich befürchte, ich muss ein bisschen auf Reisen gehen.
Ach, hier haben wir Melonen. Warum habe ich da ein bisschen noch keine Melone angepflanzt? Wahrscheinlich, weil ich sie im Ding gefunden habe. In der Mine. Okay, gut. Ich nehme alles wieder zurück. Wir können das wunderbar machen. Dann würde ich sagen, ich holze hier mal die Seite auch noch ab. Nee, nicht mitten. Ich sollte nicht holzen sagen, wenn ich umgraben meine. Dann würde ich auch keine Axt nehmen. Wird eh gleich kaputt sein. Oh, wo ist ein Skelett? Wo war das Skelett? Oder war das ein Pfeil, der runtergefallen ist? War da mal ein Pfeil drin gesteckt? Aber ich höre jetzt auch kein Skelett mehr. Hoffen wir mal das Beste, dass es nur ein Ding war. Okay. Dann wollen wir doch hier mal. Wir setzen die so rein, dass sie nicht anders da wachsen können. Das heißt, wir machen hier noch frei. Wir machen hier noch frei. Hier noch frei. Könnte man natürlich alles noch schöner machen, aber für den normalen Hausgebrauch ist es so mal in Ordnung. Schnappen wir uns hier das Wasser. Und dann pflanzen wir fleißig. Zack. Also hier soll sie hinwachsen. Dann soll sie eigentlich, die soll eigentlich nur rauswachsen können. Machen wir mal Kürbis ein und drei Melonen. Das muss reichen. Wir können auch hier hinten noch ein bisschen. Und dann könnten wir hier noch hier, weil es einen hinsetzen. Ja. Genau, das hört sich gut an. Dass wir erstmal ein bisschen Melone produzieren können. Okay, sehr schön. Da hätten wir das auch schon mal geklärt. Dann können wir das wieder hier reinpacken. Zack, zack, zack. Okay, also wir brauchen glitzernde Melone, damit wir das machen können. Ansonsten brauchen wir, also wir könnten mit der Gastrinne könnten wir einen Trank der Regeneration machen. Aber brauchen wir das wirklich? Das ist die Frage. Wichtige, also am wichtigsten, glaube ich, ist Heilung hauptsächlich. Und ansonsten höchstens Stärketrank, wenn wir jetzt dann den Erfolg noch machen möchten. Wir brauchen aber noch genügend Lohn. Wir können hier daraus können wir 6 Pulver machen. Was habe ich denn letztes Mal noch gezählt? Wir brauchen, glaube ich, noch 8 Perlen, oder? 8 Enderperlen, um ins Ende zu kommen. Das heißt, wir müssten sowieso noch Blaze Powder, also Lohn töten. Schauen wir sich jetzt aber noch. Ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Die Fragen, die ich heute nicht beantwortet habe, oder beim letzten Mal, die werde ich dann beim nächsten Mal beantworten. Also was war das? Ja, das waren 8 Stück noch. Ja. Also müssen wir auf jeden Fall im Nether noch die restlichen nochmal auf Lohnjagd gehen, dass ich da auch genügend habe, um das zu. Also dann benötigen wir noch zwei, quasi eine Route noch, damit wir die 2 Pulver haben. Dass wir auch noch hier schön die Enderaugen fertig produzieren können, die wir benötigen. Da kommen wir nicht drum herum. Gut, das werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. So viel steht schon mal fest. Dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal einen Plan. Da muss ich jetzt hier noch die Dinge anpassen. Noch ein bisschen hier das Zeug zur Seite zu bewegen. Wegzuschaffen, was ich nicht brauche. Jawohl. Holz vorrätig. Wobei, es schadet nicht, wenn ich irgendwas dabei habe.
Wir werden sehen. Ich denke mal, es muss jetzt erstmal reichen. Dann brauche ich auch nicht mehr. Und irgendein Blockmaterial sollte ich auch dabei haben. Okay, gut. Also dann würde ich sagen, das nächste Mal gehen wir wieder ins Ende. Und da werden wir dann schauen, dass wir nochmal ein bisschen, nochmal ein paar Lohnrouten bekommen. Und dann haben wir auch sicherlich wieder XP, dass wir was verzaubern können. Und dann sollten wir uns langsam auf Enderman-Jagd begeben, dass es hier mal vorangeht. Ja gut, dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und dann wünsche ich einen schönen Abend, einen guten Morgen, einen schönen Nachmittag, egal wann ihr das guckt. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.